Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Sicherlich habt ihr gehört von der Razzia bei Abul Bara und den Vorwürfen, die ihm gemacht werden. Erstmal, wie müssen wir Muslimen mit solchen Sachen umgehen? Abul Bara ist jemand, der seit Jahren in Deutschland mit die erfolgreichste Dawa macht. Viele Menschen positiv beeinflusst. Und er ist jemand, der 10.000 Kilometer weit vom Terrorismus entfernt ist. Und bei denjenigen, die den Terror propagieren, verhasst ist als Weichei. Und sie versuchen ihn erstmal als Terroristen darzustellen, ja, direkt oder indirekt. Und dann versucht man natürlich, seinen Ruf kaputt zu machen. Die Sache ist doch ganz klar. So, bei solchen Sachen muss man sofort mehr als misstrauisch sein. Das heißt nicht, dass die Medien immer lügen. Aber bei solchen Sachen muss man mehr als misstrauisch sein. Das ist die Masche, die sie schon seit Jahrzehnten versuchen durchzuziehen, auch in muslimischen Ländern. Dass man versucht, die Dawa-Träger als Betrüger darzustellen, als Leute, die nur in Anführungsstrichen geldgeil sind. So. Warum? Damit ihr das Vertrauen verliert. Deswegen auf solche Sachen gar nicht hören. Ich habe mit Abul Bara nicht viel zu tun. Ich habe noch nicht mal seine Telefonnummer. Er hat meine nicht. Wenn ich ihn sehe, begrüßen wir uns und freundlich miteinander, respektieren uns. Das war's. Wir haben nicht so viel miteinander zu tun, muss auch gar nicht sein. Er macht seine Aufgabe, damit ist er beschäftigt und ich mache meine Aufgabe. Nur, sobald ich so etwas höre, was sage ich da sofort? Buhtan Mubin. Dass das eine klare Lüge ist. Eine klare Unterstellung. Ich meine, er weiß ja selber, wie er beobachtet wird. Er müsste ja ziemlich dämlich sein, wenn er unberechtigterweise sich irgendwie Geld versucht zu erschleichen. Und diese Behörden müssen ja auch dämlich sein, wenn sie ihm das Geld geben, ohne dass er das irgendwie begründen kann. Deswegen, sobald ihr solche Sachen hört, merkt euch eins, es wird immer versucht, die Namen der Dawa-Träger durch den Dreck zu ziehen. Macht's gut, meine lieben Geschwister. Wenn zu euch ein Frevler kommt mit einer Kunde, so vergewissert euch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.